Hey, liebe Seher von CryptoTV, hallo armseliges Österreich. Wir haben den 8. Jänner 2024, sind also weiter mitten im Wahnsinn. Falls ihr euch fragt, warum ich so voller Energie und wild fuchtelnd Hallo gesagt habe, das ist ganz einfach. Heute ist wie gesagt der 8. Jänner. Da würde Elvis Aaron Presley, mein Namensvetter, seinen 89. Geburtstag feiern. Tut er natürlich nicht, weil er schon, auch wenn manche glauben, dass er noch lebt, ihr wisst ja, Verschwörungstheorien, seit geraumer Zeit, sprich seit 1972, stimmt das? Ja, stimmt, tot ist. Aber das ist egal, das treibt mich nicht in den wärmsten und nassesten Schnee seit 125.000 Jahren, sondern heute ist wieder mal Rock'n'Roll und Krawalljournalismus angesagt. Mit dem 8. Jänner beginnen nämlich im nördlichen Nachbarland der Bundesrepublik Deutschland eine Woche lang Proteste. Man nennt das Ganze dann den großen Generalstreik, angefacht von den deutschen Bauern. Der Roman wird ein paar Berichte dazu verlinken, unter anderem vom Weltnachrichtensender, vom üblich über Deutschland berichtenden Alexander Rauer und so weiter. Was ich über diesen Protest denke und was ich darüber denke, dass es in Österreich keinen gibt, könnt ihr euch auf meiner Facebook-Seite, die mit dem heutigen Datum übrigens in der zweiten Ausführung, ich war ja schon mal Opfer von Zensur, ebenfalls ihr fünfjähriges Bestehen anschauen. Damit zum heutigen Plan. Der Roman ist wie üblich an der Kamera, das heißt genau genommen am Handy, weil die Kamera ist immer noch in den Weiten des verschneiten Österreich mit der Post unterwegs und das kann sich bekanntlich schwierig gestalten. Ja, wir werden ein bisschen rock'n'rollen, wir werden ins benachbarte deutsche Bruderland fahren, ihr wisst schon, zu der Ampelregierung, Scholz, Faeser, Lauterbach, Habeck, Baerbock und so weiter. Und nachdem es bei uns nicht besser ausschaut, aber die Deutschen halt mal einen Generalstreik haben, machen wir heute eine kleine Runde nach Grabenstedt am Chiemsee, dann über Traunstein an den Grenzübergang Freilassing und dann werden wir jeweils berichten, was sich dort eben tut oder eben auch nicht. Ich kann durchaus sagen Freund, weil wir kennen uns schon sehr lange. Mike Vogel ist auch in Grabenstedt, vielleicht stoßen wir noch auf den. Ja, und damit würde ich sagen, genug geschwafelt, schließlich müssen wir Handy, Kamera, Akku sparen. Außerdem muss ich nicht immer so selbstverliebt quasseln, wie der eine oder andere schon bemerkt hat. Und nachdem sie ja ein bisschen kalt ist, zwecks dem Verbrennen und so, werden wir jetzt fossile Brennstoffe verfahren und nach Deutschland fahren. Und weil Elvis ist und wir bei YouTube ja keine passende Musik einspielen können, was ich persönlich an diesem Tag einmal mehr richtig piep finde, wie ich so sehr vieles in diesem Land so richtig piep finde, stolziere ich jetzt einfach vor, das Ganze wäre mit ein bisschen Trouble von Elvis unterlegt. Ob der Roman wird den Song vielleicht einfach unten in die Videokommentare verlinken, damit ihr wisst, um was es geht. So, genug. Du, ist Elvis nicht 78 verstorben? Nein. Der hat doch noch gelebt, wie wir schon auf der Welt waren. Nein. 77 ist er verstorben. Hast du nicht 72 zuerst gesagt? Falls dem dann so, hab ich mich vielleicht verheert. Falls dem so ist, 1977, ja, am 16. August ist er gestorben. Ja. Und falls ihr euch fragt, sollte ich mich versprochen haben, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, weil ich gestern über 10 Stunden in meiner Höllenmaschine, so nenne ich liebevoll langsam meinen PC, unterwegs war, um den sogenannten sozialen Medien, eben Facebook, mal wieder meine Aufwartung zu machen. Und ja, dann habe ich ein paar Stunden geschlafen. Heute habe ich schon etwas Vorberichterstattung im Netz gemacht, ebenfalls auf meiner etwas langsamen Höllenmaschine. Aber nachdem ich Rock'n'Roller bin und somit ein bisschen ein Technikmuffel, ist das so ein Vintage-Computer, sprich ein Dino-PC, ganz passend. Ja, haben damit jetzt aber endgültig genug gefaselt, also wir blenden nochmal ein. Heute 8. Jänner, das heißt Elvis Geburtstag, es wäre der 89. Gestorben ist er am 16. August 1977. Ja, das ist geraume Zeit her, da war noch die alte Normalität, da hat man, glaube ich, noch mit dem Schilling gezahlt, da war die Welt noch in Ordnung und da gab es in Deutschland noch keinen Generalstreik. Und zu dem fahren wir jetzt. In diesem Sinne, Rock'n'Roll und
Ja, der Roman steigt wieder ein, wenn es was Schönes gibt. Und ich verlasse jetzt, der Roman wird es festhalten, den wärmsten und nassesten Schnee seit 125.000 Jahren. In diesem Sinne, bis später. So, wir haben über die A8 ohne Stau unser erstes Etappenziel Grabenstedt erreicht. Stehen jetzt hier, wie man sieht, mit Traktor und LKW. Es ist also ein bisschen was Gemeinsames passiert. Hier auf einem Parkplatz gleich neben der Autobahn. Auf der Gegenfahrbahn Fahrtrichtung Salzburg haben wir zwischen Grenzübergang Reichenhall, sprich Walserberg, und Grabenstedt auch schon eine längere Lkw-Kolonne, zum Teil mit Polizeibegleitung, Warnleuchten und sehr langsamem Tempo gesehen. Das heißt, da gibt es auch Rückstand. Der Roman hat kleine Ausschnitte davon, sofern es die Handykamera zugelassen hat, gefilmt. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns einmal an, was da los ist. Schauen wir mal zum Vogel Mike. Also wie gesagt, so sieht Material aus, mit dem man vernünftig Verkehr blockieren kann. Vorteil ist, wir fallen auch ohne Warnweste auf, weil wir mal wieder im Biwa-Fashion. Hallo. Was haben wir denn Spannendes versäumt? Nix, ich fahre jetzt Bernd Gordon. So, dann mischen wir uns da und das berechtigterweise streikende Volk. Da steht es eh schon vorne drauf, jetzt reicht es nicht mit uns. Ja, weg mit der Ampel. Man darf bitte gleich festhalten für die etwaigen Systemmedien. Ja. Ist hier Kia Lambda, anständige arbeitende Leute, bis auf die Hände im Hosensack, aber es ist ja auch heute ein bisschen kalt. Ihr wisst ja, der wärmste Schnee seit 125.000 Jahren. Der vermeintlich rechte Ansturm, der in den Systemmedien da immer gebracht wird, ist nicht da, sondern es geht hier einfach um die Grundversorgung und wir werden jetzt einmal einen kleinen Rundgang machen. Man sieht halt hier an den Sprüchen, dass man in Bayern daheim ist, also in schön bayerisch, lebt der Bauer nimmer, wird es noch schlimmer. Das ist zugegebenerweise eine Parole, die durchaus richtig ist, weil das, was bei uns auf den Tellern und ins Glas kommt, das liefert letztendlich der Bauer. Und zur Erklärung, um was es da geht, ich hoffe, das geht mit der Akustik, mit der Handykamera. Die deutsche Bundesregierung in ihrer großen Unfähigkeit hat ja quasi 63 Milliarden ganz offiziell mit ihren Corona-Geldern mehr oder weniger, das ist jetzt meine laienhafte Formulierung, veruntreut. Und jetzt hat ja das Deutsche Verfassungsgericht festgestellt, dass das nicht rechtsmäßig war, damit dann weiterführend irgendwelche Klimamaßnahmen. Ihr wisst ja, auch in Deutschland herrscht ja der Green Deal und der Narrativ, dass wir alle verbrennen werden, zweckentfremdet. Unter der Hand munkelt man, dass man da inzwischen eh schon jenseits der 200 Milliarden ist. Jedenfalls führte das dazu, dass der deutsche Staatshaushalt aktuell ins Trudeln gekommen ist oder noch mehr ins Trudeln gekommen ist. Deswegen hat man für das Budget 24 beschlossen, Subventionen zum Beispiel beim Agrar. Hat sich noch mitten unter dem Filmen jetzt ausgeschaltet. Vielleicht hat der Zeitbegrenzung, das gibt es auch nicht. Ja, eh super. Genau.
So, wir haben da jetzt einen wackeren Mitstreiter der Bauern hier aus der Region gefunden. Ich habe schon ein nettes Gespräch geführt, leider war die Kamera da nicht am Laufen. Jetzt machen wir das nochmal ganz schnell, um Akku zu sparen. Also ihr habt jetzt offiziell mit 14 Uhr Beendigung der Demonstration hier, wenn ich das mitbekommen habe. Macht jetzt nur fort nach Makatstein. Ja. Und jetzt sollten wir vielleicht unseren Sehern von CryptoTV, die noch nicht wissen, warum in Deutschland ein Generalstreik ist, angeführt von der deutschen Bauernschaft, mit Sympathie der Transportunternehmer und sehr vieler anderer Branchen. Man hat schon gesagt, man gibt Daumen hoch in der Bevölkerung, was da genau der Grund ist. Erklärt es einmal ein bisschen was. Da haben wir einen Veranstalter, da haben wir einen weiteren wackeren Landwirt. Bitte erklärt es einmal den Österreichern, warum ihr auf die Straßen geht. Also die letzte Entscheidung mit Streichung des Agrardieselförderung und der Streichung der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen, das war jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es sind so viele Dinge einfach, die gegen die Landwirtschaft instrumentalisiert werden und vom Gesetzgeber durchgesetzt werden, dass der Landwirt sich einfach so nicht mehr leben kann und so nicht mehr arbeiten kann. Und weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist. Und weil dann die Regierung einmal sagt, ja, es ist ja eh Subventionen, wir streichen ja nur ein paar Subventionen, das ist ja auch nicht korrekt. In Europa haben fast alle Bauern, Italien, Frankreich und andere Länder, fahren mit Heizöl, also unbesteuerten Kraftstoff. Wir in Deutschland müssen als eine der wenigsten oder einzigen Länder in Europa mit versteuerten Kraftstoff fahren, wovon wir nur 20% zurückbekommen. Davon abgesehen bewegen wir unsere Schleppe ja zu 80% auf unseren eigenen Feldern. Und jetzt soll das auch noch gestrichen werden. Da reden wir von enormen Wettbewerbsnachteil von uns Bauern gegenüber anderen. Das ist eine. Und natürlich gibt es viele, viele andere Entscheidungen, die einfach gegen die Landwirtschaft sind. Sei es die überzogene Düngeverordnung, sei es die Bewirtschaftungsvorschriften, wann wir etwas machen dürfen. Gerne. Man hat gerne. Ja in den Niederlanden oder generell im Benelux-Raum auch schon gegen Fleischfarmen, richtig, dementsprechend zwecks Methangas, ja, und so, genau, in irgendeiner, genau, Form Erlässe, richtig, beschlossen. Genau. Und da sind ja bereits auch Bauern sehr vehement auf die Straße gegangen. Da ist es, genau, ja so weit gegangen, dass man sogar einer, ja, Ministerin Gülle ins Haus geleert, ja, ja, hat. Ich meine, das wollen wir nicht machen. Ja. Aber ich verstehe den Unmut der Bauern. Ich meine, das Stichwort greife ich gerne auf, nochmal mit Niederlande. Also wenn man behauptet, dass Pfurzen die Kühe, ja, das Klima beeinflussen, dann hat man einfach keine Ahnung. Das ist absoluter Quatsch. Und diese ganzen Dinge sind wie ein trojanisches Pferd. Klimawandel, CO2, wo man einfach versucht, uns, dem Volk, nicht nur uns, also wir verlieren das nur unseren Job, aber dieses Volk, dieses Land verliert die eigene Nahrungsmittelversorgung. Um, ja, das geht es. Und die Leute sollen sich einfach fragen, wer steckt denn dahinter? Wer hat ein Interesse, dass in Deutschland, in Österreich, in Europa keine eigene Nahrungsmittelversorgung mehr da ist? Man, das machen nämlich nur Länderchefs, die nicht wollen, dass dem Volk gut geht. Genau, man muss nämlich hier mitten im Schnee, zwecks erwähnten Klimawandel, ja, auch klarstellen, der Bauer bringt Milch, der Bauer bringt Eier, der Bauer ist fürs Bier zuständig, richtig, richtig, der Bauer bringt das Gemüse. Ja. Also alles, was eigentlich eine vollwertige Ernährung, richtig, umfasst, richtig, und ein bisschen Bier mehr, genau, liefert der Bauer. Das heißt, geht es den Bauern gut, geht es letztendlich der, richtig, Bevölkerung gut. Genau. Das ist genauso, wie man sagt, geht es der Wirtschaft gut, geht es dem Bürger gut. Genau. Und die Problematik ist, wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich im EU Diktat, ja, in all diesen Staaten, also auch bei uns in Österreich drüben, aber eben in Deutschland jetzt endlich mit vehementem Widerstand Maßnahmen, die eigentlich, ja, ein Wahnsinn sind. Also, ja, absolut, ich sage, ja, wir sind das kleine Solidaritätsabordnung da, ich sage, wir kommen aus Salzburg. Wir freuen uns über jede Unterstützung medial, weil das für uns ganz wichtig ist, weil wir, Entschuldigung, also kurz unterbreche, gerne, auch darunter zu leiden haben, dass ja auch die Medien bei uns so einseitig berichten, dass man nicht mehr sagen kann, es sind öffentlich-rechtliche Medien, die den Auftrag erfüllen, wie sagt man, gleichmäßig oder und fair zu berichten. Fair zu berichten. Naja, man sagt ja auch bei uns in Österreich, spätestens seit der sogenannten Corona-Krise, dass ist der Bürger unbequem, wird er rechtsextrem. Genau so ist dasselbe, ja, Problem mit der Nazi-Keule hatten ja auch Deutschland. Richtig.
Also ich sehe hier, wie gesagt, ich habe das im Intro vorher erwähnt, ich sehe hier arbeitende Bevölkerung, allein wenn man sich die Kleidung und die Schuhe anschaut. Der Bauer ist ein arbeitender Mensch, ja? Und das hat nichts mit Nationalsozialismus oder Holocaust-Leugnung oder sonst was zu tun. Und jedes Systemmedium, das auf diesen Zug aufspringt, macht sie eigentlich in seiner journalistischen Arbeit meines Erachtens noch lächerlich. Ja. Wie gesagt, wir versuchen da ein bisschen ein Gegenpol zu machen. Ja. Ich finde ganz toll, ich finde ganz großartig, was ihr hier macht, und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. Ich weiß, es geht jetzt eine Woche lang bei euch geplant dahin. Ich habe im Internet heute in der Früh bei einer kleinen Recherche schon entnommen, es sind allein am heutigen Tag über 380 Kundgebungen im Bundesgebiet der Bundesrepublik. Ja. Also ich finde es toll, dass da wirklich einmal ein ganzer Staat nach langem Wegschauen, Zuschauen es ist und auch bequem sein endlich aufsteht. Und ich kann euch nur sagen, ich neige mein Haupt und halte weiter. Ja, danke. Vielen Dank. Also als Schlusswort vielleicht noch, das Schöne ist, denke ich, das ist einmalig, dass nicht nur die Landwirte jetzt auf die Straße gehen, sondern dass das ganze Land, die arbeitende Bevölkerung, Unternehmer, Selbstständige, der Mittelstand jetzt einfach auch dabei ist, weil die Leute auch sehen, es ist genug, es geht nicht nur uns Landwirten so. Früher haben wir gesagt, der Bauer ist wieder unzufrieden. Jetzt geht es allen so, weil alle an der Existenzgrenze sind. Na, das Schöne ist, sowohl Österreich als auch Deutschland sind ja offiziell demokratische Staaten. Ja. Und in einer Demokratie geht ja der Wortherkunft nach die Macht vom Volk aus. Genau. Das heißt, letztendlich hat die Regierung lediglich den Auftrag, im Namen des Volkes und in dessen Auftrag zu regieren, richtig, auch in dessen Interesse und nicht dagegen. Und sowohl richtig in Deutschland als auch in Österreich hat sich ja die sogenannte Volksvertretung mehrfach erdreistet, den steuerzahlenden Bürger, egal ob Bauer, Handwerker oder sonst was, zu beschimpfen und zu bevormunden und ihm zu erklären, was er zu denken, zu tun, das zu sagen Geld, hat. Das Geld wird aus dem Lande getragen für alle möglichen Projekte, die irrsinnig sind. Ja. Davon abgesehen ist es ja auch der Regierungsauftrag, dass man für dieses Volk für Wohlstand sorgt und nicht die Leute hier nur arbeiten lässt, dass das Geld in irgendwo hindreht, für Fahrradwege nach Chile oder China bekommt Entwicklungshilfe, Indien bekommt Entwicklungshilfe, diese Nationen fliegen zum Mond. Transgender-Toiletten in Kenia und Co. So ein Schwachsinn, muss man mal sagen. Und wie ich gesagt habe, diese Leute arbeiten nicht für dieses Land. Sie arbeiten dagegen und beschimpfen ihren Arbeitgeber, sprich das Volk. Richtig. Und deswegen ist es meines Erachtens noch höchste Zeit geworden, dass nach vielen, vielen Jahren des Missstandes, was die Demokratie angeht, die Bevölkerung endlich mal halbwegs flächendeckend aufsteht. Bin ich ganz der Meinung. Schauen wir mal, vielleicht noch dieses Beispiel, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, bei euch ist ja erst 2025 Wahljahr, bei uns kommt das dieses Jahr, wir haben ein super Wahljahr 2024, aber vielleicht schwappt euer Modell, das ich wie gesagt großartig finde, ein bisschen über die Grenzen und vielleicht steht dann auch in Österreich irgendwann einer auf, weil er sagt, er hat satt sich ausgemacht. Ich denke, der Anfang ist gemacht. Und ich traue mir fast schon zu wetten, dass das nicht endet, wie vorher ein entscheidender Wechselwandel stattfindet, hundertprozentig. Weil ich glaube, Deutschland hat jetzt genug, nicht nur die Bauern, sondern alle. Und jetzt heißt es, Regierung, habt Acht, jetzt muss sich was ändern. Ja, wobei das ja nicht nur in Deutschland ist, weil wenn man sich die Wahlerfolge von Meloni anschaut, von Wilders in den Niederlanden, also es gibt ja überall einen Ruck zurück, richtig, vom zentralistischen Europa, wo man Gurkenkrümmungen und Kondomgrößen normt, zu wirklich wichtigen Themen im Sinne von, wir sind ein gemeinsamer Binnenmarkt, wir sollten gemeinsame europäische Wirtschaft und Industrie, aber es kann nicht auf den Kosten der einzelnen Individualstaaten und derer Bevölkerung gehen. Stimmt. Bin ich absolut bei euch. Ich sage danke fürs Interview. Ich wünsche noch viel Erfolg. Ja, und wie gesagt, nachdem der Klimawandel voll zugeschlagen hat, gell, nicht frieren auf der Fahrt. Genau. Alles Gute, Daumen hoch für uns. Danke. Viel Spaß noch. Servus. Ciao, Baba. Servus, bitte. So, damit fahren wir jetzt nach Traunstein. Wir befinden uns jetzt in Traunstein. Am Weg hat man immer wieder kleine Hinweisschütteln auf die Großdemo-Woche ab dem 8.1., also ab heute gesehen. Lustige Sachen mit Ampeln, Sprüche wie No Farmers, No Future und so weiter. Also man macht das auch in Englisch, because Bavaria speaks English too.
gell, Zipfelklatscher? Freilich. Und da haben wir jetzt quasi aktuell den Super mit 1,83. Nein, der Roman hält es mit schlechter Kameraführung fest. Ich hätte mal gesagt, wir sind schon an einer Tankstelle vorbeigekommen, da war es teurer. Macht nichts, hier hat man Red Bull mit blauem Verschluss zwecks Dosenpfand. Und so wie Romans Hände zittern, wird das mit dem Video jetzt eh nichts. Deswegen sind wir da wieder raus und der Roman steigt wieder ein, wenn es was gibt. Der ist einfach noch nicht ganz im Klimawandel angekommen. So, statt dem Traktor habe ich jetzt Einkaufswagen. Wir durchschreiten nämlich jetzt hier das Parkhaus vom Kaufland in Freilassing. Auf der Fahrt hierher sind uns zwei Traktoren von einer Demo kommend entgegengekommen. Sonst ist der Straßenverkehr winterlich beschaulich in Bayern. Ja, alle Geschäfte, an denen wir vorbeigefahren sind, haben offen gehabt. Ein Wirt hat lediglich ein Bettlaken schrägstrich transparent aufgespannt gehabt, auf dem stand, ohne Bauern kein Wirt. Das stimmt aber, nachdem man ja quasi bekanntlich weiß, dass sich die Gastronomie zumindest im Großen und Ganzen schon bei den letzten Krisen eher nicht besonders, ja, wie soll man das jetzt formschön nennen, charakterstark dargestellt hat. Ich erinnere da an meinen Lieblings-TV-Dodel der Gastronomie, den Herrn Gerd Kunze. Die Seher von Romans Videos werden ihn kennen. Wenn nicht, schaut einmal rein. Gerd Kunze bei OE24. Der hat es jede Woche, wenn er interviewt worden ist, als Gastro-Vertreter mit seinem Café Eilers in Wien, das ich hiermit offiziell nicht empfohlen habe. Es gibt ein Reaction-Video auf Krypto.tv über ihn. Richtig. Mehrfach widersprochen, weshalb es irgendwann dann eben von mir viel Kritik an dem Mann gab. Ich bin ja selber mehr oder weniger jemand, der mit der Gastro verbandelt ist. Und dementsprechend hat sich der Roman dann auch mal ein Herz genommen und hat ein Reaction-Video auf den guten Mann gemacht. Für alle, die sich Romans Silvester-Video angeschaut haben, da kommt er auch öfter mal vor. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier zum Verkauf. Ne? Da fahren wir jetzt hin. Wir werden nämlich ein bisschen günstig einkaufen. Bei uns in Österreich ist es ja mit der zweithöchsten Inflation Europas nicht mehr möglich. Wir haben ja schon in anderen Videos festgehalten, dass Hygieneartikel und Co. hierzulande um einiges billiger sind. Und ja, dementsprechend, wie ich mit meinem Einkaufswagen durch die Regale fahre, ist nicht so spannend. Wir werden euch dann vielleicht sagen, was mein Einkaufswagen drin und was das dann letztendlich gekostet hat. Und damit sind wir jetzt raus bzw. drinnen und der Roman steigt wieder ein, wenn es was Spannendes gibt, also irgendwas mit einem Traktor, irgendwas mit Party, mit Randale oder sonst was, dass Deutschland vorbereitet ist, weil auf der Tankstelle die Exekutive stand, hat der Roman auch festgehalten. Und ja, jetzt schauen wir uns den Generalstreik mal im geöffneten Kaufland an. Kann man Autoschlüssel kaufen. Tja, in alle Formen und Formen. Toll. So, das ist ein bodenbedeckter Einkaufswagen. Ja, zugegebenerweise, ich habe mir zu Elvis Geburtstag eine Original, theoretisch 1955er, Orangenlimonade von Libella gegönnt. Und weil ich sie wirklich putzig finde, haben wir natürlich auch ein bisschen Schokoautos. Ihr wisst ja, sei kein Penner, Fahrverbrenner ist inzwischen aus, aber als Schokolade darf man eventuell noch im Besitz von kleinen Autos sein. Auf den ersten Punkt piep ich zwar auch, aber ich fand die soweit ganz lustig. Wir haben natürlich, weil ja die bösen Rechten alles unterwandern, wir haben das heute schon angesprochen, ist der Bürger unbequem, ist ja gleich mal rechtsextrem, von Müller Milch Milchreis gekauft, das ist ganz wichtig. Weil da hat doch tatsächlich jemand gewagt, ein Gespräch mit Alice Weidel, sprich der AfD, zu halten. Ihr wisst schon, da geht es dann quasi als ja, wie nennt man das, gleichgeschlechtlich Liebende, ja, extrem rechtsradikal, ewig gestrig ist und somit eigentlich mit ihrer Partei vom Verfassungsschutz
verboten gehört. Wie das mit den Heuchlern der vermeintlichen Demokraten ausschaut, hat Gerald Gross vor geraumer Zeit in seinem Video erklärt. Ich kann mich dem voll inhaltlich anschließen, deswegen gehen wir da gar nicht drauf zurück. Aber wir haben natürlich den Milchreif von Müller Milch gekauft. Dann natürlich ganz viel Haarspray, weil der wärmste und nasseste Schnee und der trockenste Regen seit 125.000 Jahren natürlich ein bisschen gepflegt werden muss in diesen Zeiten im Klimawandel, damit die Tolle auch in Zukunft sitzt. Das Rock'n'Roll Special zwecks Elvis machen wir andermal, weil heute ist ja Generalstreik. Man sieht da, die deutsche Bevölkerung hier in Freilassing nimmt unglaublich rege daran teil. Das Schöne ist, in Deutschland kriegt man Bio-Paprika 3er Packerl für unter 2 Euro, also genau genommen für 1,49. Dafür kriegt man bei uns gerade mal eine Bio-Paprika, wenn es gut ist. Der Haarspray kostet bei uns drüben auch mehr als das Doppelte fast. Ja, wie gesagt, eingekauft haben wir, und wie gesagt, bodenbedecktes Einkaufswagen kostet dann trotzdem fast 70 Euro. Also hier wäre dann quasi die Summe. Und das werde ich jetzt brav in die mitgebrachte, ökologisch wertvolle Tüte packen. Dann werden wir quasi noch einen kleinen Stopp in der Innenstadt, sprich Fußgängermeile von Freilassing machen, schauen, ob dort irgendwer streikt, und dann werden wir über den Grenzübergang Salzburg-Freilassing zurück ins armselige Österreich kehren. In dem Sinne, da steigt der Roman wieder ein, wenn es was gibt, weil wie ich Einkäufe einpacke und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, und ich bin mir sicher, der Roman will ganz im Sinne von ganz viel Liebe nur eine Bauermeditation mit einem Räucherstäbchen machen. Und da hat er jetzt nur die Möglichkeit, das weiß ich. So, da stehen wir jetzt im romantisch verschlafenen und verschneiten Freilassing unterm Vordach, aber es schneit, wie gesagt, ich habe das tragbare Dach schon wieder mit. Das fällt ja bekanntlich wieder der wärmste Schnee seit 125.000 Jahren. Und wir haben hier ein Geschäft. Der Roman hatte schon die Hoffnung, er würde streiken. Aber nein, das ehemalige Modegeschäft ist jetzt einfach nur zu vermieten. Damit geht es auch quasi im deutschen Staate heute weiter mit Läden, die krochen wie ein Kaisersemmel. Der Roman hat ja in seinem Silvestervideo schon festgestellt, in Salzburg stehen viele Geschäftsimmobilien leer. Selbst der McDonald's hat ja, wie wir schon mehrfach besprochen haben, seine Pforten in der Flaggschiff-Niederlassung Getreidegasse für immer geschlossen. Wir werden uns jetzt hier quasi einmal der Seitengasse nähern. Ich denke nämlich, dass wir mit viel Glück, zugegebenerweise zu meinem Pech, einen Laden hier haben, der vielleicht wirklich streikt. Das ist das Antiquariat und der Plattenladen, den ich sehr schätze. Ja, das ideale Vehikel für die Witterung. Es hat ein Dach, es hat vier Rad, aber es hat keine Tür. Und dem Kennzeichen nach ist es vielleicht noch nicht einmal elektrisch. Andererseits ist hier kein Auspuff an dem Teil. Ja, was immer, es ist ein fragwürdiges Vehikel. Tretpedale. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich Fred Feuerstein-Antrieb zum Serverlaufen. Reibungsenergie macht dann quasi warme Füße. Egal. Ja, wie gesagt, Freilassing ist verschlafen. Und das liegt aber nicht am Generalstreik, sondern weil das einfach generell so ist. Und ich vermute mal, daran wird sich auch wenig ändern. Da ist auch ein Geschäft zu, aber das ist wahrscheinlich mangelnden Bauprojekten und Immobiliensachen. So, schauen wir mal, was da oben steht. Dienstag bis Freitag. Ich hätte mal gesagt, ah, da ist zu, siehst du. Der dürfte eventuell tatsächlich. Aber wenn ich einen Laden hätte, wegen dem Generalstreik streiken, würde ich auch ein Aushängeschild dessen anhängen, um das zu bewerben. Ha? Naja, also wenn man sich kurz anschaut, ich glaube, der Laden stellt seine Meinung klar. Wie gesagt, ich kaufe öfter bei dem Geschäft ein.
Das hat aber einfach damit zu tun, dass man hier, wie gesagt, nette alte Tonträger, ein oder zwei recht sehbare DVDs und ähnliches bekommt. Also für alle Menschen, die so wie ich keinen Fernseher haben, weshalb die Haushaltsabgabe auch ganz toll wird, um den Öffentlich-Rechtlichen jetzt zum Staatssystem-Propagandasender zwangs zu finanzieren. Egal. So, da ist beim Foto Junge Saka liegt, der hängt da hinten im Fenster, schauen wir mal. Laden zu vermieten. Ja, das ist voll. Ich bin da beim Foto. Ja, ich bin noch immer bei der Inflation. Das ist das Thema, was mir am meisten bockt. Naja, man muss ja dazu sagen, ich habe sie heute eh im Gespräch mit dem Bauern schon. Ja, da schau. Da haben wir tatsächlich jemanden gefunden, der da ein bisschen was macht. Gefällt mir. Das betrifft uns alle. Ja, du hast es festgehalten. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar weitere finden. Also da drüben steht ein weiteres Geschäft neben der geschlossenen Eisdiele. Leer. Ich vermute mal, die Eisdiele ist zwecks dem Klimawandel zu. Das Geschäft daneben wahrscheinlich eher wegen der Inflation. Ja, schau, so sieht der Goldschmiedemeister aus. Der schmiedet jetzt mit verlässlicher Anzeige am PC. Aber einen Goldankauf macht er noch. Sehr spannend. Muss kein Mensch verstehen. Die letzten Bezahlungsmittel, die einem übrig bleiben, muss man den Leuten ja aus den Taschen ziehen. Schau, da gibt es jetzt 20% Rabatt auf Winterschuhe, aber sie haben immerhin noch Gore-Tex-Schuhe, damit man sich auf dem heißen Boden nicht die Zehen verbrennt. Ihr wisst ja, der Klimawandel. So, da drüben ist Abverkauf bis 50%, aber das ist der normale Winterschlussverkauf, ja, also das ist nichts Besonderes. Da ist wieder mal so ein vergeistertes Reformhaus. Ja, wir sind umgezogen unter Lindenstraße. Genau, ich wollte gerade sagen, da hat der Umzug stattgefunden. Da bei der Apotheke, die schaut auch eher geschlossen aus. Ne? Aber da sieht es also aus, wie wenn das eher der Tatsache geschuldet wäre, dass vielleicht auch hier die Kosten explodiert sind. Ich sehe da nämlich auch keinen Hinweis. Ja, da ist sogar wer drin. Die sparen einfach nur Energie. Alles gut, Entschuldigung für Stören. So, wir haben festgehalten, dass dieser Laden nur Strom spart. Genau, oben drauf steht wie gesagt Apotheke, unten steht Coiffeur und so stromsparend schlecht beleuchtet wie er ist, würde ich mir die Haare da nicht schneiden lassen. Nachdem ich aber mein Haar selber schneide, weshalb ich auch völlig autark während der Pandemie war, ist es eher mal wurscht. Der Baumgartner hier, der schaut auch nicht mehr frisch aus. Ich wollte gerade sagen, zu dem wir dann gleich am Ende kommen, also da. Ist er noch schlimmer verwaist, als wir die Getreidekasse. Da wird nicht gestreikt, sondern da wird auf die Mundschutz, Schrägstrich Mund-Nasenschutz, Schrägstrich wahrscheinlich FFP2-Maske hin gewiesen. Und für die Schüler, die quasi dann ein bisschen Probleme haben, weil sie im Homeschooling waren oder zu wenig Sauerstoff ins Hirn kriegen, wird dann unten gleich Nachhilfe, sehr preiswert angeboten. Ne? So, der Laden hat auch zu. Da ist zu vermieten, leerstehender Gewerberaum, wer hätte das gedacht? So, dann wechseln wir da die Straßenseite zu einem verwaisten Gastgarten. Nachdem wir uns ja immer noch in Freilassing und somit in Deutschland befinden, muss natürlich der Herr Wöginger nicht um seine Aussage, dass die Gastgärten voll sind, fürchten, weil die Tatsache ist halt einfach, die haben da zu, weil ja, da der wärmste und nasseste Schnee seit 125.000 Jahren liegt.
So. Na, die haben am Montag generell zu. Der Ruhetag. So, schauen wir mal, haben die da. Weil da gibt's Geld zurück, hörst. Dann müssen wir reinschauen am Dienstag. Na gut, also die haben generell Ruhetag und Betriebsrat. Dann haben wir da einen Laden, der sieht quasi so aus, als wäre er zu vermieten. Da hat sich inzwischen die Künstlergilde Freilassing eingefunden. Damit die Auslagen nicht ganz so. Ja. Damit man nicht sieht, dass es quasi ein weiteres Last Place ausschaut. Genau, Gewerbe. Teil leer. Da werden noch richtig Waren feilgeboten mit elektronischer Beleuchtung und Personal. Da macht man sich Mühe, dass man nicht in die Ruine reinschauen kann. Sagen, da kann man, gerade dass nicht der tote Busch vorbeifliegt, hat man einfach nur trockenes Geäster vorliegen. Ja, man sieht auch hier groß abgeklebt und leerstehend. Also kein Streikobjekt, sondern einfach auch ein Opfer des sich abschaffenden ehemals viertgrößten der ehemals viertgrößten Wirtschaftsnation, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Aber so ist es halt. So. Da ist richtig Action. Da wird quasi Altgold, Zahngold, Silber und Schmuck angenommen. Also für alle, die quasi das Zahngold noch zu Geld machen müssen, um die Wärmepumpe zu kaufen. Und die Suppe schlürfen zu können. Daneben wird Zukunftsstark bei der Bank geworden. Ja, Hypovereinsbank. Da gibt es einen Hörtest. Und bis zu 340 Euro Cashback. Ja, ist ein Wahnsinn. Wie gesagt, auch hier Altgold, Zahngold, Bruchgold, Goldmünzen. Man kann hier alles zu Geld machen, was irgendwie noch von Wert ist. So schaut es aus im Deutschland. Man kann irgendwas, was noch von Wert ist, wegschmeißen, wenn man es. In der Krise hat er mir eher Geld behalten, als wir jetzt da aus Geld zu machen. Ach, sei es wie es sei. Da haben wir den nächsten Laden zu vermieten. Agentur, Anlaufstelle, Niederlassung, Zweigstelle, alles hat da drinnen Platz. Ja. So. So, eine da Immobilie, die eine Apotheke. Offensichtlich zu hat. So haben wir doch noch eine Apotheke gefunden, die zu hat, ne? Ja, und zwar auf dem Schild bemerkt schon seit 1. Oktober 2023. Steht also auch schon länger leer, scheint sich kein Nachmieter gefunden zu haben. Ich bin gegenüber vom McDonald's. Welcher McDonald's? Der nicht der in Salzburg. Nachdem der Roman sich wahrscheinlich wieder die Hände abfriert, werden wir da jetzt einmal kurz die Straßenseite wechseln. Da gibt es nämlich in einem kleinen Seitengang, ganz im Sinne dieser Zeiten, ein Fahrrad- und, ich sage jetzt einmal, frei Waffengeschäft. Ich vermute, dass der vielleicht heute streikt. Und sonst kann man bei dem guten Mann ökologisch wertvoll, und das meine ich mal nicht zynisch, tatsächlich alles rund ums Fahrrad, und da geht es weniger ums E-Bike in meiner Welt, sondern mehr ums Fahrrad, kaufen und sich auch in diesen Zeiten ein bisschen ja, vorbereiten. Und wie ich es erwartet habe, der hat heute Nachmittag geschlossen. Das wäre nämlich dieser Laden. Ihr seht, da gibt es noch Fahrräder mit Pedalantrieb, und da gibt es daneben auch und von Zirkus Krone. Ja. Die Radeln. Aber Radeln zum Strampeln, also anders als im Neutor, wo man für kleine Kinder für 1000 Euro irgendwas anbietet. Ihr seht daneben Maglite-Taschenlampen in verschiedener Größe für den Blackout. Wie gesagt, Fahrräder noch zum Strampeln. Und wie gesagt, der gute Mann hat Taschenmesser in aller
Größe und Preis-Leistungs-Verhältnis. Und er hat zudem auch noch, bleiben wir gleich unter dem Dach stehen, und er hat zudem auch noch, ja, so ein bisschen Pfefferspray und Schreckschusspistolen und dergleichen. Alles, was man vielleicht in diesen Zeiten daheim haben sollte, falls dann irgendwann einmal doch der Postbote die Haushaltsabgabe Mahnung persönlich vorbeibringt. Oder sonst irgendjemand, den man nicht haben will, unter dem eigenen Dach Obdach finden will. Wie gesagt, die Zeiten sind ja hart. Selbiges ist jetzt zum Schluss natürlich mit einem leichten Augenzwinkern zu verstehen. Nicht, dass die Leute jetzt glauben, ich würde Selbstverteidigung, das vorbereitet sein oder sonst was gutheißen. Nein, nein, wir bleiben friedlich, wir lassen uns weiterhin natürlich ganz im Rahmen des Gesetzes da quasi mit Steuern und Ähnlichem beglücken. So, da gibt es jetzt irgendein Handyladen, der hat aber glaube ich auch nicht wirklich offen. Hat aber auch nicht dastehen, warum er zu hat. Er ist auf alle Fälle noch möbliert, also es dürfte ihn noch geben. So. Der Roman wird jetzt schmunzeln und ich werde kurz erklären, warum, weil ihr wisst es wahrscheinlich gar nicht. Ich habe hier vor, ich glaube inzwischen ist es 2 Jahre, ja, leicht, bei einem Schmuckladen eine Stahlhalskette geordert. Also ich führe da mal ganz kurz vor. Ich habe ja da so lustigen Corona-Schmuck und so gemacht und brauchte dafür eine Halskette. Und ja, offensichtlich wurde die damals ausschließlich in der Ukraine hergestellt, beziehungsweise man brauchte den Stahl für, weiß ich nicht, Waffenproduktionen für die Ukraine. Jedenfalls war es nahezu unmöglich, so eine Halskette aus Stahl zu bekommen. Und ja, inzwischen ist die angekommen, die werde ich jetzt abholen. Das Geschäft hat nämlich offen. Das ehemalige Café- und Bäckereigeschäft gegenüber ist ab sofort zu vermieten und hat nicht offen. Der Roman wird sich jetzt freuen, dass wir jetzt in einen Schmuckladen kommen, in dem es warm sein dürfte, sobald wir am toten Weihnachtsbaum durch den trockengelegten Deich durch sind. Und wird da nicht filmen zum Schutze der Privatsphäre der Verkäuferinnen und so. Ich hole da jetzt ein Stück. Der Roman kommt mit rein, macht einfach die Kamera aus, weil da kann er sich aufhören. Elvis hat den Babyelefanten, Abstandselefanten gefunden. Und ich habe den Traktor entdeckt. Den kriegt heute der was am längsten durchhält. So, die Hauptstraße haben wir durch. Jetzt stehen wir in der Lindenstraße, hat nichts mit der gleichnamigen TV-Serie zu tun. Hier wird man mit dem Fußteppich herzlich willkommen gehalten, ansonsten tut sich da drinnen allerdings nur noch sehr wenig. Auch wenn passend zur Witterung noch 2 Schirme im Schirmständer waren. Es wurde schon lange nicht mehr gewischt, das kann man da sehen. Und wir schlendern jetzt wieder zurück zum bösen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Transportmittel, nachdem wir heute schon Augenzeugen wurden, wie ein Elektrobus in Traunstein vom Abschlepp-LKW abgeschleppt werden musste. Gut, das verstehe ich natürlich. Es war ihm wahrscheinlich einfach zu heiß bei diesem Wetter. Sei es wie sei, wir haben festgestellt, also der Generalstreik in Freilassing hat eher keine besonderen Ausmaße angenommen. In dem Schmuckladen, in dem ich jetzt nach 2 Jahren dann wirklich meine Stahlkette bekommen habe, hat man uns erklärt, ja ja, dass so viele Geschäfte leer stehen, das ist ja kein Grund auf die Straße zu gehen oder zu demonstrieren, weil das hat laut der Verkäuferin eines Schmuckladens, also die sitzen ja mit Edelmetallen ein bisschen an der Quelle, ne? Meiner Meinung nach ein bisschen mit Augenzwinkern bemerkt, damit zu tun, dass die Herrschaften einfach heutzutage alle nicht mehr so arbeiten wollen. Also, damit ihr das wisst, wenn irgendwelche Geschäfte pleite gehen,
und die Immobilien leer stehen, dann ist das einfach, weil die Leute nicht arbeiten wollen. Die bleiben dann lieber daheim und nehmen dann Hartz IV und Bürgergeld und sammeln quasi des Nächtens aus dem Container illegalerweise irgendwelche Pfandflaschen, weil das ist nämlich eine viel schönere Arbeit, als in irgendeiner Form einem regulären Broterwerb nachzugehen. Macht aber nichts. So, wichtig bitte lesen. Ja, da ist ein Reisebüro. Das hat von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 offen. Das heißt, die streiken nicht, sondern haben einfach nur schon zu. Damit ist unser kleiner Freilassing-Rundgang auch vorbei. Und ich hätte mal gesagt, das war, was einen Generalstreik angeht, eher ein bisschen schaumgebremst. Ne? Ja, da bei der Beautyline mit Wimpernlifting und Hyaluronbehandlung und Microblading und Permanent Make-up und Sugaring und Nageldesign und Fußpflege schaut es auch ein bisschen fad aus. Schauen wir mal, was machen die? Die haben heute Ruhetag. Und dann nur noch Terminvereinbarung. Naja, vielleicht hat die Dame vom Schmuckladen doch recht und die Leute wollen nicht mehr arbeiten. Das da vorne ist ein Geschäft für Homeoffice und das daneben ist eine Eisdiele, die hat klimatisch gesehen zu. Ja, da dürfen nur die Hunde nicht rein. Ja, so, damit sind wir hier wieder raus und der Roman steigt ein, wenn es wieder irgendwas gibt, weil wie gesagt, ich schwafel eh immer viel zu viel selbstverliebt. Außerdem müssen wir ja ein bisschen Akku sparen, weil wie gesagt, generell technisch immer ein Problem und mit der Handykamera aktuell noch mehr. In diesem Sinne, bis später. Ja, da sind wir wieder, ganz im Sinne von Elvis. A little less conversation, a little bit more action. Stehen wir da jetzt vor einem Action, genau genommen auch vor einem Billa Plus. Der Grund ist der, ich unterstütze ja grundsätzlich schon auch ganz gern die heimische Wirtschaft. Wir sind jetzt zurück über den Grenzübergang Freilassing, ohne jegliche Kontrolle, ohne jegliches Problem. Und schau, da konnte man den Krampus anpassen. Das finde ich spannend. Also jene brauchstumsverklärenden Vereine, die sie jetzt, weiß ich nicht, zweieinhalb, drei Jahre ihre Veranstaltung, wo sie doch so heimatverbunden und aufs Brauchtum stehen, aussetzen haben lassen. Die machen jetzt dann oder machten jetzt in der letzten Saison doch wieder Werbung als saisonale Flagellanten. Ne? Da kann ich als Ganzjahresperverser eigentlich nur lachen, egal. Tatsache ist, wir sind quasi über den Grenzübergang Freilassing rübergekommen, ohne Verkehrsbehinderung, ohne Kontrolle, ohne irgendwas. Besonders lustig fand ich persönlich nur, dass gleich nach der Grenze beim Kreisverkehr ein großer Werbeaufsteller für das Land Salzburg als Winterland Salzburg oder Winterwunderland Salzburg wirbt, was in Anbetracht der Tatsache, dass wir so sehr im Klimawandel sind, dass wir unsere gesamte Lebensweise ändern müssen, irgendwie nicht verstehe. Ich dachte, Winter ist nicht mehr. Egal, wir gängern da jetzt zum Billa Plus. Da werde ich meine letzten 25% Rabattpicker loskaufe, österreichischen Käse und pfandfreies österreichisches Red Bull und so. Und ja, dann sind wir mit dem heutigen Generalstreiktag in der Bundesrepublik fertig. Fazit, wie gesagt, ist, es ist so wie hier im Foyer, eher schaumgebremst. Ich vermute mal, andererorts war mehr los. Die Solidarität aus Österreich ließ, wie im Gespräch mit den Bauern in Grabenstedt, sehr zu wünschen übrig. Und ja, wie gesagt, so sieht das aus. Paprika, Paprika, Paprika. Ja, das ist aber normal, Dreierpackung, ist nicht bio und kostet schon mal ganze 35 Cent mehr, obwohl, wie gesagt, kein Bio. Da will ich dann nicht wissen, was ein Dreierpackel Bio-Paprika kostet. Egal, wir sind raus. Wie gesagt, Deutschland hat gestreikt. Wir waren dabei und wir werden das weiter im Auge behalten. Für heute werden wir jetzt ein bisschen Shopping machen und wie gesagt, a little less conversation, a little bit more action. Habt ihr gesehen?
Die Fachkräfte haben Ausschau gehalten, der mit dem Handy gerade. Da wird gleich Werbung gemacht, wie man Waffen einfach erwerben kann. Sind wir doch noch mal da, weil wir unverbesserlich sind. Da gibt es Werbung von einem Now-Fit Fitness Center. In diesen schwierigen Zeiten, wo in Deutschland die Bauern und andere Gewerbetreibende, bis auf die Schmuckhändler, die meinen, die tun alle nichts und wollen nicht arbeiten, auf die Straße gehen und einen Generalstreik ausgerufen haben, hat man sich hier in Österreich vor kurzem darüber erdreistet, dass Fit-In, glaube ich, und OE24 hat einen Bericht darüber gebracht, so total schlimme Slogans hatte, zum Beispiel Misshandel dich. Und ja, man kann ja über Misshandlungen und so in einem Land, wo man weiß ja nicht, wie viele Frauenmorde, Gewaltübergriffe und einen auf Bewährung frei rumlaufenden Pädophilen mit Kokainproblem hat, wirklich über die wichtigen Sachen aufregen. Habe ich jetzt gerade dran denken müssen bei dem Fitnesscenter. In diesem Sinne, liebe Seher, Seherinnen und diverse weiter gendern, sich den wichtigen Themen widmen und ja, weil da wieder der Action ist. Eh schon wissen, Elvis und so, Little Less und ja, Papa.